Die Überschrift heisst ja Rückentage, das heisst, es geht nicht zuletzt um ein schmerzfreies Leben. Es geht aber hauptsächlich um eine Therapie, die dort eine ganz besondere Leistung vollbracht hat, die in den letzten Jahren sich auch zunehmend etabliert hat, nämlich um die Dorntherapie. Wenn wir jetzt mit jemandem dürfen reden, wo wirklich die Therapie von Grund auf kennt und sie selber auch weiterentwickelt hat, dann ist das mein nächster Gesprächspartner. Er ist eigentlich ursprünglich Elektroingenieur gewesen, kommt also aus einem rein wissenschaftlichen Beruf, wo Naturwissenschaften im Vordergrund stehen, ist später Heilpraktiker geworden und jetzt seit vielen Jahren Therapeut in der Dorntherapie. Und ich freue mich sehr, Helmut Koch, Sie jetzt ein bisschen befragen zu dürfen. Danke. Die Dorntherapie, wie sind Sie als ursprünglicher Ingenieur überhaupt auf die Idee gekommen, Beruf zu wechseln und diese genaue Wissenschaft des Messens und des Planens gegen therapeutische Ambitionen auszutauschen? Also ich habe 20 Jahre als Entwicklungsingenieur gearbeitet bei der Firma, bei verschiedenen Firmen. Hat mir eigentlich auch sehr viel Spaß gemacht und ich habe so Geräte, Elektrokardiographen entwickelt und auch elektrische Steuergeräte. Und so nach 20 Jahren, da war ich dann so ungefähr so um 40 Jahre alt, da habe ich dann meine Kollegen angeschaut, die Ingenieurskollegen, die jetzt kurz vor der Pensionierung waren. Da habe ich mir gesagt, also so willst du aber nicht werden wie die. Und was machst du dann? Da habe ich dann so rumgehorcht und da habe ich dann eben durch Zufall dieses Heilpraktikergesetz in Deutschland kennengelernt. Dann habe ich mich informiert und sage, aha, also man kann auch, als wenn man nicht unbedingt studiert ist, kann man sich auf diesem Gebiet irgendwie etablieren. Und dann habe ich dann neben meiner Ingenieursarbeit 2 Jahre lang bin ich zu so einer Schule gegangen und habe das Wissen eigentlich alles so abgeheftet, was ich da so gelernt habe. Und dann kam der Punkt, wo es heißt, oh, jetzt kannst du dich zur Prüfung anmelden. Und da ist mir plötzlich klar geworden, oh, eigentlich habe ich ja nur abgeheftet, ich habe es eigentlich gar nicht richtig gelernt. Und da habe ich 4 Wochen lang das Zeug einfach nur, also nur praktisch mechanisch reingestopft ins Gehirn. Dann habe ich mich zur Prüfung angemeldet. Da waren damals 90 Teilnehmer, die auch geprüft werden sollten. Das ist so in Deutschland so, eine Heilpraktikerprüfung. Und dann von der die schriftliche Prüfung, da haben dann 30 nicht, und da waren dann nur noch 60 über. Und dann gab es dann nochmal so eine Zwischenprüfung, da waren nur noch 30 über. Und dann gab es eine mündliche Prüfung. Und bei der mündlichen Prüfung, da ist eben ein Heilpraktiker, ein Amtsarzt und so weiter da, und die stellen so ein bisschen geschickte Fragen. Naja, und zum Schluss dann eben nur 2 haben die Prüfung bestanden. Ich war einer dabei. Das ist aber eine erstaunliche Leistung. Sagt man immer, beim Heilpraktiker braucht es primär auch Erfahrung. Es braucht, blöd gesagt, Felderfahrung. Wie haben Sie sich dann die angeeignet? Als ich denn diesen Zettel hatte, auf dem drauf stand, dass ich jetzt keine Gefahr mehr für die Volksgesundheit bin, da steht eben drauf, habe ich dann gedacht, oh, wenn mal wirklich einer zu mir kommt, was machst du denn überhaupt? Du kannst ja gar nichts. Und dann habe ich eben Kurse belegt, Fußreflexion, Bioresonanz, Kilian-Fotografie und all solche Sachen und Akupunktur. Das habe ich so nebenbei gelernt und dann habe ich langsam eine Praxis eröffnet und 1-2 Jahre so gearbeitet und dann habe ich eben durch Zufall Dieter Dorn kennengelernt, der Bauer aus dem Allgäu. Was war denn für ein Zufall dahinter? Der Zufall war, dass ich damals eine Partnerin hatte, die wie eine Wilde da auf ihrem Trampolin rumgehopft ist und plötzlich ein gellender Schrei, dann stand sie da und so, oh, mein Hals ist gebrochen, oh, hilf mir bitte, du bist ja Heilpraktiker. Bitte. Aber ich stand wie ein Ochs vor dem Berg, ich wusste nicht, was ich mit der machen soll. Ich sage, ja, bringen wir dich ins Krankenhaus. Nein, nein, ins Krankenhaus will ich nicht. Und dann hat sie eben schon gewusst, dass es da jemanden gibt, der Dorn macht. Das war ganz neu, das war ein Freund auch von mir. Dahin. Na gut, dann sind wir dahin und dann war es mir schon ein bisschen komisch irgendwo. Und dann kam er dann hin und der hat dann an ihren Hals da rumgedrückt. Das war für mich als Heilpraktiker schon mal so unmöglich, weil ich gelernt habe, das ist was ganz Gefährliches, wenn man da drückt, da kann man ganz was kaputt machen und so. Und der drückt da einfach hin, war ein Kraftfahrer. Und nach 10 Minuten steht die da und sagt, das geht ja wieder, wunderbar, jetzt habe ich keine Schmerzen mehr. Und das war's. Und das war Schlüsselerlebnis.